So, willkommen zum 105. Video. Von Minecraft. Ja, und hier vorne in dieser riesigen Fläche Kleine Einkaufszentrum kommen. ja, Weil weil ich. hier habe ich ja schon einen Jurist beendet, wie ihr hier seht. Mal sehen. Was würde man hier wohl passen in diesem Doppelgebäude? Auf jeden Fall mal hier unten erst die Ebene und oben kommt Shop hin. Einfach nur Shop und da kommen weniger Fenster als unten. Weil die Läden machen sich so mit einem großen Fenster wie das hier sehr Ja. groß. Welche Farbe welche Farbe könnten wir nehmen? Du fragst mich da gerade etwas. Ja, vielleicht findest du eine rote Farbe, die man für ein Shoppingcenter nehmen kann. Hier ist alles zu dunkel. Ja. Aber hier sind mir sehr viele helle Gebäude, wo ich gerade bin. Deshalb ja. Das Einzige, was auf jeden Fall nicht reinkommt, ist dieses Rostzeug. Das Einzige ist, weil es sieht nicht aus, wenn der Laden rostet. Als hier das Papa. Ja. Das sind irgendwelche Wolle oder so. Das sah relativ gut aus. Nee. Ein Wollgebäude muss nicht sein. Sind diese Keramik hier. Ja, das sieht gut aus. Nur bei den beim Dach. Bei Treppen musst du dann ein bisschen improvisieren. Oh, das sieht gut aus, das glatte Zeug hier. Die weiße Keramik. Ja. Ist aber keine glasierte Keramik. Vorne, so sieht. Hab ich hier, hä? Ja. Ah, da. Sieht eigentlich fast so aus wie, das. Wie die Quarz. Ja. Da muss ich jetzt nochmal Ist nachgucken. sogar der glatte Quarz, Ja, ne? ja. Mal zurück. Ich hab mich schon gewundert. Ist sogar der glatte Hat den Quarz, ja ne? noch nicht reingepackt, deswegen ja. Hier ist er nämlich. Der weiße Ziegel. Der ist etwas drüber. Ja. Die weiße Keramik, ja. Da siehst du, es ist etwas drüber. Ist ja eindeutig der. Ja. Onkel Shopping sind ja zu klein vor ihr. Es ist groß genug hier, ja, eingereicht hat. Es ist schwierig, das Muster zu entdecken. Ich mach so die Fenster hier, also schon große, hohe Einzelfenster. Oh, das ist so dünn. Lieber Zu doch, dünn. also doppelte lieber ja. Mindestens dreifach. Also so eine Dreier, schon eine hohe Dreier. Ja. Da können wir ruhig zwei sehr hohe Ebenen so. So die Ebene, die erste.
Kann man zwei so eine Riesenebene, da hast du genug Platz in deinen Schränke. Und für das Licht. Mal schön das Licht runter machen noch. Ist jetzt ja nicht ausgezählt. Den muss ich so machen, dass ich nach der Mitte gehe. Wie die drei Reihen, ja. Also links. Links ein paar, rechts ein paar. Ja. War kein Holzboden in diesem Gebäude hier. Das ist Marie. Aber alles andere werde ich natürlich dem hier anpassen. Diesen Brettern, die ihr verwendet habt für dieses Doppelgebäude. Mal so, da kommen zweimal Doppeltüren rein. Da wird schon viel Doppelte Platz ist. Doppeltüren. Ja. Ah, hier haben wir doch gleich eine passende. Die Kirsche. Ja. Vielleicht würde das hier sogar noch besser passen, ein Tropenbaum. Probier mal beide aus. Oper sieht so aus. Die hellrosane. Kirsche. Was würde lieber? Ich glaube die rechte, oder? Ja, Das Tropenholz. andere sieht ein zu Das hebt weiblich. sich zu doll ab. Ja, das sieht ein bisschen weiblich aus. Nee. Unabhängig vom Geschlecht, ja. Aber dieses Rose. Diese rosa Farbe, die hebt sich zu sehr ab von dem, von der weißen Keramik. Richtig geil, dass du so die Mitte, so kann ich eine Doppeltür reinbauen. Obwohl es noch nicht mal abgezählt ist. Mal wieder mein Energy schürfen. Weil ich kaum noch was sehe. Obwohl es erst dämmert. Obwohl es erst die Abenddämmerung war. Wenn die Rinder weiter so rumlaufen, dann stecke ich sie in den Kühlschrank. Da gibt's Frischmilch. Ganz frisch. Ja, können sich selber zapfen dann. Meine Nase. Aber hier werde ich wieder dickeres Glas nehmen. Lecker. Ja. Oder sehr hohe Treppe kommt hier rein. Kann natürlich keine Auto, keine Rolltreppe machen können. Ja. Ich glaube, wäre möglich, aber halt nur per Redstone. Ja. Und Das ist wieder sehr aufwendig. erstens das und zweitens sind wir beide Noobs da drin. Ja.
Kommt mir nicht nur so vor, da habe ich das genau quadratisch per Zufall gekriegt. Weil hier ist eine Doppelzweier und hier ist auch eine Doppelzweier. Das ist wirklich quadratisch. Das Ding, da muss ich jetzt. Ne, nicht ganz. Oder? Ne, ist Ist leicht rechteckig. rechteckig. Ja. Aber trotzdem ist es richtig geil mit den Zweier in der Mitte. Sind zwei Zweier in der Mitte. Ja, überall sind Zweier, nur dass die oben sind Achte mehr. In der Länge ist mir aufgefallen, also jeweils diese zusammen zweimal länger. Schön symmetrisch geworden, krass. Auch wenn es als Rechteck ist. Trotzdem dann die Decke gleich viel, fast. Also zwei Dinger. Das war noch gerade das hier. Naja. Hat der das hier benutzt? Die Bretter, die du auch hier für den Grundriss genutzt hast. Ja. So. Gleich am Eingang kommt hier dann die große Treppe ran. Ja, reiche. Ah, wo machen wir die Kassen hin? Gute Frage. Dann trenne ich doch hier ein bisschen ab. Irgendwie so. Da kommt eine Treppe. Ah, ne, so schlecht. Wo ist er zu. Da kommt eine große Doppeltreppe rein. Eine geht runter und eine geht hoch. Da brauchen wir Treppen ab. Ja, ich mach die Treppe weiter hinten. Dann kann man dazwischen dann, wenn man rausgeht, möchte ich die Dinger machen dann. Ungefähr erstmal hier. Mal kontrollieren, ob ich richtig bin. Ne, ein nach rechts. Der weggibt, dann ist der hier. Ausschlaggebend. Ja. Jo, funktioniert. Hat man gleich zwei Treppen. Aber ich mach die ein bisschen breiter. Eine sichere Dreier mache ich da draus. Sonst gibt es zu doll die Drängel. Ja. Ja. Ui, ich weiß nicht, ob ich bis dahin komme. Nee, komm nicht ganz hoch. Muss sie doch dichter machen, ja. Mann, viel Land und Butter.
Oh, was haben wir kommen hier oben? Und sollten auch Platz, damit die Leute nach links und rechts laufen können. Ecken mache ich so wie hier drüben bei den Touristen mit Stämmen. Die wieder aktiviert. Hm. Auch wenn es schon hell wird. Trotzdem. Da hat schon wieder jemand. Der hat schon wieder was geklaut, der hier. Ja. Ein Rheinerde-Block hat er geklaut. Gebäude im Weg. Das Gebäude hier war im Weg. Bleib nicht zu lange unter Wasser, sonst wirst du mir ertrunken nach. Ja. Sollte mich eigentlich gar nicht kümmern. Das ist ein Zombie. Ja. Das ist ein doofer Zombie. Hier hat er den hingepackt. Dafür hätte er den Tod verdient, aber nö. Das ist bald vorbei, Kollege. Ja. Schon wieder hat er einen Erdeblock geklaut. Hier. Löcher, Löcher, Löcher. Ganz schön mächtig. Ja. Ist doch kein Schweizer Käse. Stimmt's? Ja. Hat gleich mal wieder vervollständigt. Ein bisschen kurios, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Damit. Und besser, oder? Ja. Noch kann er ja hier rüber gehen, noch! Nicht mehr lange. Wohnhaus will ich daraus nicht machen. Aha, der hat sich gerade ein bisschen ins Wasser teleportiert. Hm. Der Kollege. Der hier. Weil so lange wieder nicht in die Lava geht. Was hat er denn? Der weiß anscheinend nicht, wo er hin soll. Hast du auch gemerkt, ja? Ja, immer zack, 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 zack. Immer wieder zurückgeportet.
Mann. Noch die Treppe schon mal fertig. Er will schon mehr handeln. Er will die und zwei. Und eins hat sich da gerade losgerissen von seinen Lamas. Ja. Da liegt nämlich die Leine. Vielleicht wollen die nicht verkauft werden. Ich bin gespannt, was das für ein Laden wird da. Der Laden hier. Was man da draus machen könnte, ist eine Seite ein Barbier und eine Seite, wo die Frauen sich färben können. Also, was könnte man da reinbauen? Ja, ein Friseur. Was du meinst. Das ist ja für weibliche und männliche heißt es der Barbier. Nee, meine Männlichkeit sind auch Friseur. Irgendwann findet man das, wie trennt man eine Seite weiblich und eine Seite männlich. Jetzt mache ich erstmal hier das Schild hin. Muss jetzt mal gucken, ob es überhaupt hinpasst. Also mache ich erstmal außen ran und dann später kommt es richtig. Erstmal gucken, ob Shop gut hinpasst.
Das braucht viel Platz. Ja, braucht wirklich mehr Platz. SCA, SCHOP. Nein. Shop wird SHOP geschrieben. Ach so. SHOP. Ja, vier Buchstaben. Das wird nicht mit SCH geschrieben. Ja, ein bisschen würde fehlen, das wären, wenn hier das P war immer 4, also müsste ich hier 2 und da 2 machen jetzt. Wird das, glaube ich, auf Seasons gemacht. Und das mal schnell, das war nur die, das in der Runterladphase. Radio ist jetzt dran. Sehr ruhig. Auch wenn man es nicht hört. Da ist bestimmt eine CD drin in der 5, ja. Ja. Also ist diese leise wie eine Slim. Ja, so sieht das dann aus. Ah, das P sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oder geht das so? Die beiden weg und da einen hinpacken. Genau da einen hinpacken und die anderen zwei wegkloppen. Also die beiden. Genau. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Ja. Oder etwa nicht. Ja. Mal wieder mein Energy. Nämlich nicht mehr gesehen. Ja, dann noch mal gucken, wie viel drüber waren. Von den Seiten. Da sind 12 Blöcke und auch 2 damit. Ist richtig. Und da auch. Ja.
war ein bisschen höher. Er ist nicht mehr da. Ja. Entweder weggespawnt oder... Oder verbrannt. Ja. Das war bis unten. Ja, das ist auch bis unten. Die Banesche hier lasse ich jetzt erstmal. Das ist ja auch schon mal. Vier Spiele. Wow. Dann ist alles wieder da. Das könnte etwas größer sein, ja. Mal gucken. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 23.
besten. Ja, bis zum ersten. Jetzt bis zum ersten. Ja, bis zur ersten Linie ran. Achso. Und die andere Seite noch. Ah ja, da haben wir die Antwort. Er geht durch. Da haben wir die Antwort. Ja, also kann er sich doch nicht retten. Also klar, also bei klarem Fenster, da fackelt er ab. Klarem Glas fackelt er ab. Mache ich dasselbe nochmal mit getöntem. Am besten wäre natürlich das Dunkelste. Was ja. Das hier sieht ziemlich dunkel aus, schwarz. Beziehungsweise das hier ist direkt getönt. Und das hier ist schwarz ist. Getönte ist deutlich dunkler, ja. Ja. Hat schon lila. Ob es das auch als Scheibe gibt. Nee. Oder? Nee, gibt es nur. Als Scheibe gibt es nur schwarze Glasscheibe. Oh.
ein Horror. Hm. Da wollten seine Spieler schon wieder nicht richtig. Er guckt ja nur noch zwei Sachen mit Werbung. MotoGP und seine Schalker. Schalke 04? Ja. Hier spielen die mal mit Schalker-Kisten. Upsala. Was ist? Da ist jener gerade bei dir verbrannt. Dann machen wir uns besser gegen den Kopf. Ja. Getönntes Glas scheint ihn zu schützen. Ja. Ja? Ja. Getönntes scheint ihn zu schützen. Getönntes ja. Glas. Ich sage, wenn man gerade gehört hat und so, ist gerade wieder mal ein bisschen streitlos. Getöntes Glas scheint ihn zu schützen, den Zombie. Ja. Dann sieht man ja kaum was. So, jetzt war ich auf allen Ecken ein Shophändler. Jetzt sieht man wirklich, dass es auch ein Laden ist. Und das Shop-Symbol werde ich aber eine andere Farbe geben. Hast du jetzt erstmal nur gemacht, zum Testen, wie es aussieht, ja? Ja. Soll ich denn blau? Boah! Die Farbe könnte man nehmen, was man dort, um das Schild rumzubauen. Da fragst du mich gerade etwas. Irgendwas Kontraststarkes, das ist aber zu dunkel hier. Lapis? Ja. Den nicht nehmen. Oh? Ist auch zu dunkel alles hier. So, keine Sache, dann ist alles wieder da. Boah. Oh. Orange, gelb könnte ich nehmen. Gelb. Gelb würde passen, oder? Ist nicht so aufdringlich, oder? Die ist hellblau. Also, wir können hellgrün nehmen. Gelb. Oder das hellblau, das würde noch passen. Sind helle Farben. Was würden dir am liebsten gefallen für den Laden hier? Gute Frage. Aber es gibt ein Problem bei Trockenbeton. Der fällt nach unten. Achso, da war ja was. Nimm lieber den normalen Beton. Der ist in der Nähe des Trockenbetons. Ja, ja ist er. Und nämlich gelb. Und dann ist es
Für uns war das gerade ein bisschen unangenehm. Ja, weil es in eine Aufnahme reinkommt. Alter. Hat er keinen guten Zeitpunkt gewählt, um Achterbahn zu fahren. Ja. Busch weg und nimm dann schneller mit. Ja. Hey, so sieht das dann aus mit dem Gelb. Mhm. Weil ich wollte nicht zu bunt haben, deswegen ja. Weil da, das wird nämlich mit der Bei Farbe. Spätestens da unten wäre alles runtergeradelt. Sieht da in der Ecke und dann. In den Teilen, wo es runtergeht und so, die werden alle sicher. Ja. Dann habe ich den Laden. Aber sobald es da so ist, fällt alles runter. Jetzt hat sich auch noch sein zweites schneller losgerissen. Ich glaube, das müsste ich mal auszählen. Ich glaube auch nicht, dass man das kopieren kann. Ich glaube, das ist schon zu breit. An der breitesten Stelle. Nämlich diesen Shop nehme ich noch gerne noch auf der anderen Seite. Wie auf der anderen Seite? Ja, von der Map. Du meinst so, wie das hier ist? Ja. Zieh einfach mal in der längsten Ecke nach. Mal gucken, wo ist die rechte Ecke? Ja, hier ist die längste Seite. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 20. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 40. Doch, funktioniert. Hm? Kann doch mal probiert werden, wenn es nicht zu hoch wird. Ich glaube, das wird schon aber zu hoch. Man muss ja zwei hier hoch noch. Die zwei muss man ja auch noch mitzählen. Dein Wecker. Schnell ausgemacht. Auch wenn das lizenzfreie Musik ist. Ja. Dann sind wir bei 21 Uhr. Ja. Dann muss ja bald der Timer wieder erscheinen. Ja. Hast einen kompletten Shop in ein Video gezogen. So. Ja, lacht mal da unten. Und hier mache ich diese Lampen ran, die du auch verwendet hast. Aber die mache ich oben und unten. Ich mache die gleich doppelt dran, die Lampen. Die Zaunlampen, die du gemacht hast.
als das da. Genau die. Ja. Ja. Was hast du denn dafür verwendet? Ich glaube, die, ja. Mauern, ja. Nein, Zaun. Also war ein Zaun, ne? Die, was könnte man dafür? Das hier würde Tropen. Ja, Trope. Das war nämlich das, was sie auch als Tür verwendet haben. Na, warum greift man den jetzt nicht? Achso, ich hab den Weil schon du drin, das schon ja. hast. Warum hat das nicht gegriffen? Der hat es gesteckt. So war ich das nämlich da. Und dazwischen zwei Endstäbe, ja. Ja. Das aber nicht hier an die komplette Wand lang gehen. Die Falltüren hier. Bei dem Durchgang. Denkt immer noch hier rum. Der Händler. Der war ein bisschen zu tief. Der sollte ein höher, ja. Ja. Ja, und fertig. Und so sieht es dann aus, da. Ui, naja. Ich könnte theoretisch zwar einen anstecken, aber ich weiß auch nicht, wie das, ob das noch was aussieht. Wie das würde dann so aussehen. Na, das sieht kacke aus. Ja, dann bleiben wir so. Du kannst allerdings eine Klappe drauf machen. Aus demselben Holz. Ender. Würde auch nicht so doll passen. Weil es ja drin ist. Vielleicht baue ich diese Dinger bis oben. Wollte ich mal vielleicht unten noch drauf, das Holz. Und oben auch zusammen. Nee. Also lieber so schwebend. Ja. Auch wenn es nicht wirklich schwebend ist. Ja. Ja.
Boah. Weißt du, dann krieg ich da wenigstens noch die blöde Stunde noch fertig. Upsala. Schon wieder falsch getappt, gepackt. Deine Ecke nimmt doch schon langsam Gestalt an. Wenn ich morgen von der Prominenz wiederkomme, dann können wir weiterbauen. Bei den Laden will ich gerne morgen noch fertig haben. Es sei, du willst morgen mit zur Prominenz. Nee. Was soll ich da? Du kannst auch spielen da. Ich will jetzt trotzdem nö. Schau ich nicht mehr ganz. Das hätte schon zu knapp. Geht zu knapp, ja. Ja. Ich muss ja da drüber auch noch eine Schicht legen. Da verbrennt gerade ein Skelett. Ich also geguckt zwar, wie weit ich kommen würde. Ich glaube nicht, dass ich sonst einen kriege. Ist auch schon so jemand, damit ich nicht immer hoch und runter machen muss. Ich halte mich schon mal einsatzbereit auf dieser Stelle hier. Ja, so wie es aussieht, immer nur immer rum. Ich mach's mal weiter. Aha. Mach nur die obersten und dann geht's. Es wird mir zu eng sonst. Ich bin nur noch eine und eine Minute. Deswegen, die wollen uns ordentlich verabschieden. Auch wenn unsere Verabschiedungen immer nur kurz sind. Ja. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal war und bis später. Tschüss. Auch wenn ich hier unten noch die Dinger vergessen habe zu machen. Ja. Egal. Und tschüss. Ciao.